dasselbe Hand anlegen, das, was wir jetzt gerade irgendwie so fantastisch irgendwie so in vielen Teilen gehört haben, das Dilettantentum, das sich eben nicht nur auf die Planung bezieht, wo wir uns alle irgendwie was machen, was wir eigentlich so nicht gelernt haben, sondern das eben auch für die Nutzerinnen gilt, die Sachen machen, die sie so auch nicht gelernt haben und eben in dieser wohlmeinenden, alles umfassenden Welt der Fürsorge Sachen verändern, wie da einfach die Freibereiche zumauern und zu Innenräumen umnutzen und eben selber Hand anlegen. Und wir haben ein relativ bekanntes Prinzip genommen, wir haben das Maison Domino, das einfache Stützen, Haus auf Stützen, als Prinzip genommen, das zu übertragen auf den Wohnungsbau, um eben dieses selber Handanlegen in einem größeren Maßstab zu ermöglichen. Das ist eigentlich wahrscheinlich Le Corbusiers berühmtestes Gebäude oder erfolgreichstes Gebäude, weil sich in allen informellen Siedlungen der Welt das zeigt. Es gibt eben dieses Haus auf Stützen, wenn ein Kind dazukommt oder man vielleicht irgendwie einen kleinen Laden aufmachen will, dann baut man das dran und setzt eben dieses noch locker ausgefachte Gebäude, setzt man so ein bisschen weniger locker ausgefacht zu. Und das haben wir übertragen auf einen damals noch sehr lockeren und sehr vorstädtischen Teil von Hamburg, Wilhelmsburg, der vor allem dadurch geprägt ist, durch viel Raum und eben diese Großwohnsiedlungen und Lauben. Und wir haben versucht, die beiden Sachen miteinander zu kombinieren, eben die Großwohnsiedlung und die Laube, und eben eine gestapelte Laube erfunden, die kein Rohbau ist, sondern eigentlich das, was es hier so gibt, nämlich ein leerstehendes Haus, was ziemlich viel kann, weil es jetzt erstmal halbwegs verkehrssicher ist. Es hat ein Geländer, es hat eine funktionierende Infrastruktur, in dem Fall hat es nur eine Treppe gehabt, es hat relativ viel Wasserleitungen, die noch funktionieren. Und dann kann man da eben ausgehend von dem Erdgeschoss der Bauhütte dieses Haus vollbauen. Und das macht man in Deutschland, ist das ja erstmal nicht so ganz einfach, weil das anders ist als in Ägypten oder in der Türkei oder Brasilien oder wo auch immer auf der Welt, wo eben das informelle Bauen so aussieht. Man muss sich um ziemlich viel Sachen kümmern, sodass man niemanden dabei stört, dass man sich da jetzt sein Haus baut auf der Etage. Und deswegen macht man relativ viel selber. Man dämmt sich nämlich selber. Es gibt dieses kalte Gerüst und man selber setzt da so eine warme Hülle hinein. Ja, und dann kann man nach getaner Arbeit sich davor setzen. Und in dieser Frage, wie muss ein Gebäude aussehen, was braucht es für eine Struktur? Haben wir uns relativ lange mit so verschiedenen Möglichkeiten auseinandergesetzt, was denn das Mindeste ist, was Architektur sein kann. Eben in dieser großen Frage, wie viel Form gibt der Architekt vor? Was ist das Strukturgebende, was ist die Ordnung, um möglichst viel zu ermöglichen? Und da gibt es ja, glaube ich, irgendwie so verschiedene Herangehensweisen aus der jetzt so Architekturgeschichte. Die Möglichkeit eben für etwas sehr Spezielles ein perfektes Gebäude zu entwerfen oder so ein Gebäude, was möglichst viel kann, aber dann auch irgendwie gar nicht so richtig gut, das zu entwerfen oder was zu entwerfen, was möglichst über einen langen Zeitraum viel kann. Also mehrere Sachen. Das ist jetzt vielleicht so ein tolles Beispiel für ein Gebäude, was so nur eine Sache kann. Da kann man halt Kühe drin aufbewahren, auf eine ganz fantastische Art und Weise, sehr diagrammhaft, der eine Stier und die vielen Damen und so. Das steht aber auch schon seit Jahrzehnten leer, weil es eben diese kleine Kuhstelle gibt es nicht mehr. 41 Milchkühe hat auch in Schleswig-Holstein niemand mehr. Deswegen steht dieses fantastische Gebäude von Hugo Hering eben seit 20 Jahren leer. Und die andere Frage ist, es gibt diese Hallen, die wir heute Morgen auch mehrfach gesehen haben, die irgendwas scheinbar total toll können, aber dann auch wiederum gar nichts. Da könnte jetzt sowohl auch ein Kuhstall, als auch ein Logistikzentrum, als auch ein Bordell, als auch ein Möbelhaus drin sein, aber es ist irgendwie so für gar nichts besonders was Gutes.
Und in dieser Frage, so, es gibt tolle Architektur, die viel kann und schlechte Architektur, die scheinbar alles kann, bewegt sich so ja das eigene Handeln total. Und in dieser Frage, was möchten denn Menschen für einen Wohnraum haben, haben wir mit diesem Modell versucht zu ermitteln, wie möchten Menschen denn ihre Wohnungen einrichten, die sie nicht ganz selber planen sollen, sondern die vielleicht eben erstmal nur einrichten können, indem sie so nutzungsoffene Zimmer belegen mit eben einem Bad oder einem Schlafzimmer. Und wenn sie zu viel, also wenn sie die nicht angebunden haben wollen, setzen sie diese Gipskartonwände rein und das kann relativ viel, dieses Raumstruktursystem. Und das könnte dann eben in dem Gebäude, sieht es so aus, oder in dem gewählten, ganz oft gewählten Fall, jetzt in dem realisierten Gebäude in Hamburg, sieht es so auf, dass ganz viele so Loftwohnungen haben wollten mit klitzekleinen Schlafzimmern und einer riesen Wohnlandschaft. Ja, wir haben das Gebäude eben gebaut. Das ist eben kein Rohbau, sondern der fertige Grundbau, der dann besiedelt worden ist durch 12 unterschiedlichste Akteursgemeinschaften, die zum Teil eben noch nie gebaut hatten. Wir haben ihnen das ermöglicht, indem wir ihnen ein Handbuch gezeichnet haben, das ihnen erklärt, wie man denn so als Laie baut. Also nicht nur für den Raumpionier gab es ein Handbuch, sondern oder sollte es eigentlich ein Handbuch geben, sondern eben auch für den Besiedler, wie man das macht. Und das erklärt ihm eigentlich so das Gesamte ganz wunderbar einfach. So die grundlegenden Sachen des Bauens, wie ein Meterriss geht, wie eine Wasserwaage funktioniert und sowas. Und dass man für jeden Schritt erstmal gucken muss, was man da für Materialien braucht. Es gibt die verschiedenen Handwerkszeuge, werden erklärt, was ein Dünnbett-Mörtel-Schlitten ist, weiß vielleicht auch der einige andere Architekt nicht. Und wie man Fenster einsetzt, was so ein bisschen verwegenes Vorschlag war, das bei den Vorschriften heutzutage noch zu machen, was sich dann auch letztendlich niemand getraut hat. Ja, und so gibt es die Frage, wie sieht denn so ein Haus von außen aus? So, das wussten wir nicht. Und in dem Prozess auf der IBA gab es am Anfang, glaube ich, diese große Furcht, es wird aussehen wie im Slum, der soziale Wohnungsbau, der es nicht ist, aber es wird aussehen wie im Slum. Und dann so das bewegte sich irgendwie über den Prozess auf dieser Karte immer hin und her. Und irgendwann wurde uns vorgeworfen, das sollte auf gar keinen Fall so aussehen wie oben rechts, weil es sollte ja kein normales Haus werden und wir waren das Anti-Gentrifizierungsprojekt in Wilhelmsburg und es sollte auf jeden Fall wieder so werden wie unten. Und dann setzten sich die Siedler durch und die wollten ein normales Haus. Die wollten ein Haus, was so aussieht, als würden sie in einem Gemeinschaftshaus wohnen, was sie ja auch tun. Und eben, da es einen Architekten und eine Architektin gibt, auch die Fassade planen lassen. Und das haben wir dann getan und wir haben ihnen eben verschiedene Möglichkeiten gegeben, innerhalb dieses, die Architekten haben die Fassade geplant, sich auch noch wieder zu bewegen und Vorhänge aufzuhängen in einer Schiene und Spalierobst dran zu hängen, weil es diesen Raum gibt, wo man eben die Fassade erstmal bauen kann, der dann so eine umlaufende Terrasse ist und so weiter. Und so ist das Haus jetzt eben erstmal ein viel normaleres Haus geworden, als die anfänglichen Zeichnungen vielleicht suggeriert haben, weil sich die Bewohner des Hauses dafür entschieden haben, dass es erstmal so ein normales Haus ist. Und das Einzige, so das leichte Auflodern, ist so die Farbdifferenzierung des Freibereichs. So, und dieses Projekt haben wir übertragen, da steht jetzt fett Neubau, auf ein großes städtebauliches Projekt, was aber ein fiktives Projekt ist, was wir auf der diesjährigen Biennale zeigen in Venedig. Und wir sind eben eingeladen worden, mit dem IBA-Projekt daraus was zu entwickeln. Im Herbst 2015 sollten wir formulieren, was die große Herausforderung unseres Architektendaseins ist. Und im Herbst 2015 war, glaube ich, ist irgendwie relativ naheliegend als deutsches Büro, dass es
irgendwie um Wachstum geht. Das ist, was damit zu tun hat, dass wir viel mehr werden. Und haben uns der deutschen Wohnungsfrage gestellt. In einem großen Vergleich der Wohnungsfrage der 50er Jahre zur Wohnungsfrage jetzt. Und das über einen relativ langen Zeitraum, nämlich von 10 Jahren. Und wir haben uns angeguckt, wie wurde das eben ab 1945, was ist da passiert und was passiert im Jahre 2015. Erstaunlicherweise sind diese Zahlen auf so eine überraschende Art und Weise kongruent. Im Jahre, das ist eben die Frage, wie würde man das jetzt, das Haus, was vielleicht möglichst viel können soll, was für viele Optionen die Grundstruktur ist, wie würde man das übertragen auf ein städtebauliches Konzept, was einen Stadtraum entwirft, der für viele ist, der eben sowohl viele Nutzungen aufnehmen kann, als auch viele Menschen, die unterschiedlichster Herkunft sind. Wie würde man das entwerfen und haben das eben in diesem großen Vergleich der Königsberger Straße, die den Zustand in den 40er und 50er Jahren beschreibt, auf heute übertragen und haben in diesem Vergleich festgestellt, ja, die Zahlen sind ziemlich ähnlich. Es sind in den 40er Jahren sind ungefähr 12 Millionen Vertriebene in das dann kleinere Territorium Deutschlands gekommen, und zwar Gesamtdeutschlands. Und auch jetzt in unserer Annahme, das hört nicht auf, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, sondern dass eben auch von der Bevölkerung weiterhin getragen ist, dass 12 Millionen Menschen in den nächsten 10 Jahren kommen werden und auch weiterhin kommen werden. Darauf reagiert das Land und es reagiert eben unterschiedlich. Und dieser Kontext, in dem ich das befindet und diese vielleicht eben da an der Ecke die zentralisierte Planung im Vergleich zur Koproduktion, wie wir das heute machen würden, die unterscheidet sich total. Und das haben wir uns genauer angeschaut. Und das Interessante an den 50ern, an dem großen Wiederaufbau, es gibt halt diesen einen gottgleichen Planer, der da oben in der Ecke sitzt und seine beiden Bibeln, die organische Stadtbaukunst und die offene und gegliederte Stadt hat. Und die Menschen kommen, die werden nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt und aber erstaunlicherweise eben flächendeckend auf Deutschland und vor allem in die Kleinen- und Mittelstädte. Und wir haben jetzt nur die gezeichnet, wo es eben die sogenannten Königsberger Straßen gibt. Und das ist sofort integrativ, weil es gibt da eben eine Königsberger, eine Stettiner, eine Danziger und so weiter. Also alle, die ankommen, werden alleine durch den Straßennamen willkommen geheißen. Und das Modell dafür ist das immer gleiche, dass eben des Zeilenbaus, der locker in der Landschaft steht. Und das ist überall. Und das ist eben vollkommen von oben geplant, wer wohin kommt. Und es ist nach einem Modell geplant. Es gibt eigentlich keinerlei Reaktion von irgendwem, von denen, die da schon sind oder von denen, die dazugekommen sind. Und es wird eben von der Bauindustrie gebaut. Aber dieses total zerstörte Land, dem gelingt es, 4 Millionen Wohnungen zu bauen, was totaler Wahnsinn ist. Wenn man sich irgendwie so dieses Gejammere des letzten halben Jahres anguckt, was jetzt ein im Reichtum schwelgendes Land denn leisten könnte. Und das Interessante ist eben auch, sie sind verteilt worden, sie sind eben zugewiesen worden. Es gibt diese Bibel, das sieht eigentlich mehr oder weniger so aus. Und wenn man sich jetzt diese Königsberger Straßen anschaut, man erkennt sie fast nicht. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, da gibt es welche in Braunschweig und irgendwo ist da eben Bielefeld-Sennestadt dabei. Und es sind so lauter auch so Städtchen, von deren Namen ich auch noch nie gehört habe, die man aber sofort erkennt. Und da gibt es überall eben eine Königsberger Straße. Das große Integrationsmodell der 50er Jahre. Und sie sind eben neu. Und sie haben damals die Menschen auch beglückt. Die Hausfrauen wurden dort wohlwollend empfangen. Das war alles ausgerechnet, das war eben alles Wohnen. So ein ganz kleines bisschen Nebenfunktion, aber mehr auch nicht.
So, und das haben wir in einem riesigen Modell gebaut. Da unten ist jetzt Bielefeld-Wennestadt da. Und das verglichen mit dem, wie wir eben jetzt den Neubau machen würden, in dem Aleppo, in dem, wo es jeweils einen Aleppoer Weg gibt. Und in dieser großen Deutschlandkarte stellt man das fest, mit dem sich jetzt, von dem wir schon sehr viel gehört haben. Es gibt zwei große gegenläufige Bewegungen, die eben von Migrationsprozessen innerhalb Deutschlands. Es gibt diese großen Pfeile, und das erkennt man jetzt irgendwie auf diesem Bild nicht so richtig toll. Es gibt halt, da liegt diese Karte zugrunde, die wir eben eigentlich auch schon gesehen haben. Es gibt dieses Zusammenziehen in den Wachstumsregionen und es gibt das, das eben Leerlaufen in den Nicht-Wachstumsregionen, da wo jetzt die Pfeile alle hergehen, herkommen, und die gibt es, die sind einfach überall. Die gibt es im Westen, im Osten, im Norden und im Süden. Die sind überall, und diese Städte, die eben wachsen, sind auch verteilt. Und wir haben jetzt innerhalb dieses Bildes, dass es ist ein, vor allem erstmal ein innerdeutsches, also eine interne Migration gibt, uns eben diese Städte angeguckt. Die 12 Millionen, die dazukommen in den nächsten 10 Jahren, die machen dann nur so ein kleines bisschen was. Die verstärken den Prozess, sobald man die jetzt nicht denen sagt, wo sie hinzuziehen haben, was man, glaube ich, in einem freiheitlichen Land nicht tun kann. Sondern die machen das, was alle anderen auch machen. Wenn sie ihr Abitur haben, ziehen sie halt dann doch nach Berlin oder Leipzig. Und in diesen Städten haben wir große Wohnungsbauten entworfen. Das sind die Städte. Und in Teilen haben wir darauf reagiert, dass es dass Wachstum und Schrumpfung total nebeneinander liegen. Zum Beispiel in Düsseldorf haben wir Duisburg genommen, weil da liegt die schrumpfende Stadt einfach vor der Haustür. Und in anderen Teilen sind wir sehr innerstädtisch geworden, weil wir uns so ein paar Regeln aufgestellt haben, wonach wir jetzt diese Orte gesucht haben, die alle Leerstellen innerhalb der Städte waren, die alle sehr nah, also mindestens 30 Minuten nur vom Stadtzentrum mit einem öffentlichen Verkehr entfernt waren, und alle sollten Grundstückspreise von 200 Quadratmeter haben, also erstaunlicherweise noch preiswerter als in Amersfoort, da wo man das Einfamilienhaus hinstellen kann. Also, und es gibt eine Münchner Ausnahme, aber da gibt es nichts für 200 Euro, aber in allen anderen Fällen gibt es 200 Euro Grundstücke, die nicht weit vom Stadtzentrum entfernt sind. Und dieser Schwellenraum ist was total Spannendes, weil der nämlich eben dieser innerstädtische Leerraum einfach Möglichkeiten hat, die ja in der Innenstadt nicht vorhanden sind. Und Sachen entstehen lässt, von denen man in der Innenstadt nicht glaubt, dass sie entstehen. Das ist jetzt was aus einem Kölner Schwellenraum, einem Vorort, so einem fantastischen Gewerbegebietsgebilde, wo man erstmal sich fragt, was ist das für ein hässliches Gebäude, so ein Monster, und man erkennt, da wird wohl irgendwas Öffentliches drin sein, und das Öffentliche ist eine türkische Hochzeitshalle für 1000 Leute. Da gibt es ganz viele, und die gibt es aber nur da, wo es eben ungefähr um die 200 Euro den Quadratmeter kostet, da wo es eben billig ist und wo man irgendwie hinkommt. In dem Fall meistens mit dem Dreier BMW, aber auch noch mit dem Bus. Und das sind eben diese Räume, in denen wir entworfen haben. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, dass unsere Städte, Baugebiete, unsere Neubaugebiete so ein paar Sachen können. Die können halt auch reagieren darauf, dass es schon sowas wie Investoren gibt. Wir müssen das nicht alles selber entwerfen als Bürgerschaft, sondern es geht auch mit Investoren. Die können da auch so Sachen hinstellen. Man kann Sachen umnutzen. Und ja, es gibt so ein paar Regeln oder ein paar Zustände, von denen wir glauben, dass es wichtig ist, dass diese Gebiete das sind. Die sollten eben gemischt sein, die sollten sowas wie Erhabenheit haben, weil es letztendlich schon auch um schöne Räume geht. Die sollten total robust sein, die sollten in ihrer Erhabenheit auch irgendwas ermöglichen, was nicht so toll ist.
eben den Aldi, der da auch sein kann. Es sollte eine Reaktionsfähigkeit haben auf, dass es mal anders kommt, dass Sachen scheitern. Sie sollten ermöglichen, dass sich viele dafür interessieren. Und dafür sollte die Architektur relativ viel in sich versammeln können, also so übergreifend typologisch sein. Sie sollten an Infrastruktur angeschlossen sein oder die sollte, eigentlich ist die da überall schon da. Es ist selbst gebaut. Es sollte da in den Städten, in den Nachbarschaften zu so Gruppierungen kommen und es grundsätzlich braucht es eine Offenheit, was jetzt so eine Aneignungsoffenheit gibt. Und ich zeige die jetzt relativ schnell. Diese Neubauviertel, jeweils mit einem Aleppoer Weg und die haben alle relativ einfache städtebauliche Prinzipien. Das ist München, das liegt an der S-Bahn. Das ist das Prinzip der Straße, eigentlich so zwei Straßen, eine obere, eine untere und dann gibt es so offene Felder, da ist so ein Pferdehof drin und da stehen diese Häuser rum. Das ist das Bild dazu. Hamburg ist das kleinste Grundstück. Das liegt an dem ehemaligen Ibergebiet, also das 12 ist das Grundbau- und Siedlerhaus, das ist so ein offene Höfe zur Landschaft, da gibt es einen Park und große hofähnliche Gebäude drum und das ist sehr kompakt und das ist Leipzig, das innerstädtische Grundstück. Hier vorne ist der Bayerische Bahnhof und da verwenden wir das Prinzip der Achse, an dem sich so verschiedene verdichtete Freiräume anordnen. Da gibt es relativ starken Bestand, nämlich so Plattenbauten, die wir eingebaut haben, die wir noch weiter verdichtet haben. Also eben da im Hintergrund sieht man die Plattenbauten, die wir verdichten. Und Duisburg ist das Motiv des Platzes, eines großen Platzes, der viel zu groß ist und so alles möglich macht, was wir uns denken, was man in so einer Stadt gerne tun würde, Markt treiben, Autos verkaufen, Picknick machen und sowas. Da ist relativ viel Arbeiten drin in dem Duisburger Teil. Und die Häuser sind so verschiedene Weiterentwicklungen von vorhandenen Gebäudetypen, von denen wir es wichtig fanden, dass die sowohl kulturell hybrid sind, als auch die Möglichkeit haben, dass man es eben selber bauen kann. Dass sie ermöglichen, dass man einfach eben Hand anlegt und sein Apartment baut, weil sie vielleicht einfach erstmal nur zur Hälfte da sind, wie jetzt in diesem Hofhaus, wo es nur so eingestellte Einfachsthäuser gibt. Und dann baut man sich sein Apartment drumherum und man baut die Fassaden selber. Und es gibt eine ganze Reihe von eben unterschiedlichen Typen, die auf die verschiedenen Kontexte reagieren, aber vor allem auch in der Kombination Neues ergeben. Und ich zeige die jetzt einfach so als quasi Filmchen nochmal ganz am Ende durch. Das ist das Original Grundbau- und Siedlerhaus, sehr groß, größer geworden. Es gibt sowas wie Reihenhäuser, die aber nicht ganz normale Reihenhäuser sind, sondern offen nutzbare Einheiten, wo auch Arbeiten drin möglich ist. Das will er nicht. Es gibt diese Hofhaustypen mit diesen Siedelboxen. Es gibt doppeltgeschossige Einheiten, die eigentlich so loftartig sind, in denen eben sowohl Wohnen als auch Arbeiten drin möglich ist. Es gibt sowas wie ganz normale Spännertypen, die eben über eine sehr lange Reihe Raum bilden. Es gibt diesen Basartyp, der Räume formt. Und so Wohn- und Arbeitskombinationen in verschiedenen Verdichtungen. Es gibt reine Arbeitstypen, so Mietfabriken. Ja, und das Ganze haben wir eben in Köln gebaut, dann in Venedig zusammengesetzt in einem auch sehr kooperativen Arbeitsprozess. Und da steht es jetzt und verkündet groß, dass man neu bauen kann und trotzdem das alles erst halb fertig ist. Und dass das ein großes Baustellenmodell ist, da gibt es ganz viele Baukräne. Und ja, es
freut sich über Besucher, das Modell. Danke.